Natur, Bewegung und Spaß. Darum geht's beim Outdoor-Feriencamp der Kindersportschule. Robin Hood, magisches Baumhaus oder auf große Fahrt. Jede Woche bekommt ihr eigenes Motto. Gerade erleben die kleinen Abenteurer die Missetaten von Räuber Hotzenplotz. Da es ja um Hotzenplotz geht, haben wir dann ein paar Spiele gemacht und dann sind wir in den Wald gegangen und haben dann dort erstmal die Räuberhöhle gebaut. Die braucht der Hotzenplotz natürlich. Und da durften die sich ein bisschen frei bewegen. Das brauchen die natürlich auch und nicht immer nur angeleitet werden. Ja, und ja, danach oder beziehungsweise währenddessen haben wir dann ja noch dieses Spiel mit dem Wasser gemacht, also noch ein bisschen Abwechslung mit reingebracht. Ganz in Räuber-Hotzenplotz-Manier sollen die Kinder sich gegenseitig Wasser aus Eimern klauen. Teamfähigkeit und eine große Portion Ehrgeiz gehören natürlich dazu. Der Wettkampf steht aber nicht im Vordergrund des Sommercamps. Die Kindersportschule setzt andere Schwerpunkte. Also Ziel ist auf alle Fälle, dass die Kinder sich bewegen, vor allem in der Natur, dass sie halt nicht zu Hause rumhocken, dass sie halt ein paar Sachen kennenlernen. Damit einhergeht natürlich, dass sie dann von irgendwelchen Insekten oder Fliegen oder Fröschen fasziniert sind, ganz oft irgendwelche Tiere aufsammeln oder eben halt auch selber Zecken an dem Körper sammeln, dass sie halt natürlich auch so ein paar motorische, kognitive Fähigkeiten weiterentwickeln. Nach einer kurzen Mittagspause steht dann noch der Besuch auf dem Spielplatz an. Mit viel Freude und Bewegung geht ein anstrengender Tag zu Ende. Macht aber gar nichts. Weil zu Hause ist es mir immer langweilig. Also es ist echt besser, als ich dachte, würde ich mal sagen. Bis Freitag regiert hier noch Räuber Hotzenplotz. Am Montag geht's dann rauf auf den Sattel. Die Kindersportschule gibt einen großen Fahrradkurs.